Herzlich willkommen bei der Ars Electronica im Ars Electronica Center bei einer neuen Ausgabe von Zuhause mit. Dieses Mal habe ich einen besonderen Gast, eine Gästin, Irene Bosch, ehemalige Mitarbeiterin der Ars Electronica, ehemaliges Future Lab Member, eine Künstlerin, eine Universitätsprofessorin, eine Forscherin, eine kreative Technologin, die auf der eigentlich geboren in Graz bist du, gell? Hast du in Graz geboren, hast in Wien auf der TU studiert und bist jetzt in Linz gelandet, neben der Ars Electronica vor einigen Jahren sozusagen und jetzt als Universitätsprofessorin auf der Kunstuniversität Linz, warst du aber auch Jurymitglied beim Prix Ars Electronica heuer und bist für uns eine ganz wichtige Person und du bist aber also eigentlich dann nach dem Studium in Linz gelandet. Wie landet man quasi nach der TU bei der Ars Electronica? Ja, hallo erstmal. Danke für die Einladung, liebe Manu. Wie landet man nach dem Studium in Wien, in Linz? Gute Frage. Ich weiß nicht, wie viele Leute zu mir gesagt haben, bist du wahnsinnig, dass du nach Linz gehst, wie ich ihnen eröffnet habe, dass ich nach Linz ziehe. Ich habe in Wien studiert auf der TU Medieninformatik mit Schwerpunkt experimentelle Mediengestaltung, also TU und dann auch auf den Kunstuniversitäten in Wien. Und dann war ich auf der Suche nach einem Job und habe mich beim Ars Electronica Future Lab für einen Job beworben. Das war 2007. Das war vor dem Kulturhauptstadtjahr. Das war vor dem Neubau des Ars Electronica Centers. Und da gab es anscheinend Bedarf nach mehr Leuten, die sich mit dem Neubau und den neuen Ausstellungen im Ars Electronica Center auseinandersetzen. Und so bin ich hier gelandet. Mhm. Und deine Arbeit damals bei der Ars Electronica, speziell im Ars Electronica Future Lab, du hast das erwähnt. Es ist vor allen Dingen um die Neueröffnung gegangen, genau. Damals irgendwie vom Museum. Genau. Und du hattest, also wir haben uns ja, wir kennen uns ja schon länger und ich weiß auch, du hattest ja die Möglichkeit, dich quasi da in einem Bereich zu profilieren, wo es auch vorher nicht wirklich jemanden gegeben hat. Es hat ja neue Ausstellungsbereiche damals gegeben. Kannst du uns erzählen, ja, sehr gerne. Wie denn das irgendwie alles gegangen ist, dass du dann quasi das nämlich irgendwie so, was wir auch jetzt noch sehen, quasi eigentlich erarbeitet hast? Ja, ich habe 2007 im Sommer eben begonnen zu arbeiten im Future Lab, habe dann zuerst noch kleinere Projekte in Wien gemacht, bei einem Ausstellungsraum der Ars Electronica in Wien und habe dann ziemlich bald aber begonnen mit dem Team hier im Future Lab auch, mit dem Gerhard Stocker und dem Christopher Lindinger und dem Horst Hörtner und all den Leuten, die da involviert sind, an der Konzeption für neue Ausstellungsflächen für das neue Museum zu arbeiten. Das war ja früher viel kleiner und ist 2009 groß neu eröffnet worden. Und ich habe dann mich vor allem spezialisiert, also eine meiner Ausstellungsprojekte war das Fab Lab in der Main Gallery unten. Das Fab Lab und das Bio Lab waren meine zwei Ausstellungsprojekte, die ich als Projektleiterin begleitet habe. Das heißt, recherchieren, konzeptionieren, was soll da rein, was für Objekte wollen wir uns von anderen Künstlerinnen und Künstlern ausborgen, was wollen wir im Future Lab selber entwickeln, damit wir irgendwie dieses Thema Fab Lab, was irgendwie damals, also Fabrication Laboratory, was irgendwie damals noch überhaupt nicht bekannt war, mittlerweile vielleicht ein bisschen bekannter ist, aber wie wir das unter die Leute bringen können. Also Fab Lab heißt digital- oder computergesteuerte Fabrikationstechnologien, 3D-Drucker, Lasercutter, Vinylcutter, 3D-Scanner, wie dieses Elektronik, wie dieses ganze Konglomerat irgendwie zusammenspielt, um neue Produktionswelten zu ermöglichen. Und Fab Labs gab es damals schon, 2009 gab es die auch schon irgendwo auf der Welt. Das ist ein Konzept, was vom MIT kommt, mit der Idee, dass man alles herstellen kann mit diesen großartigen neuen Technologien. Und der Ansatz im AEC war eben, das in die Ausstellung und als interaktive Ausstellung reinzuholen, sodass Besucherinnen kommen können, ein involviertes Erlebnis mit der Ausstellung haben, vielleicht selber mit einem produzierten Artefakt mit heimgehen können und so irgendwie motiviert sind, sich selber darüber Gedanken zu machen, was das vielleicht auch heißt für die Zukunft, wenn 3D-Drucker omnipräsenter sind, so wie jetzt zum Beispiel. Mhm.
Und das ist auch ganz lustig, weil die alte Ausstellung ist ja jetzt vor einem Jahr, vor 1,5 Jahren, was? Na, was? Vor einem Jahr circa, oder? Genau. Sie abgebaut worden, Jahre genau. Der ja. Ja. Sie war knapp 10 Jahre in Aktion und ist dann abgebaut worden. Ähnlich mit dem Zeitpunkt, wie ich dann wieder nach Linz gezogen bin, um eine Stelle in Linz anzutreten, an der Kunstuni, wie du vorher erwähnt hast. Mhm. Genau. Und von deinem Studium her, also das Wissen, das du quasi da irgendwie mitgebracht hast, du kommst ja irgendwie ganz stark aus der Informatik. Ja. Das heißt irgendwie ganz stark irgendwie so aus dem sehr abstrakten, aus einer sehr abstrakten Welt eigentlich und das Haptische, also gerade das, was ja im FabLab irgendwie ganz wichtig ist, ist aber etwas, wo wir dann nachher sehen, beziehungsweise auch eingangs die Bilder, die wir ja irgendwie auch gesehen haben. Das heißt, du bist ein Mensch, der sehr gern sozusagen irgendwie auch mit den Händen arbeitet, Dinge irgendwie angreift. Auch wenn sie sozusagen irgendwie ein weiteres Leben sozusagen im digitalen Kosmos quasi haben. Und gerade diese Verschränkung, oder? Ist ja, etwas, ist mir sehr zugute gekommen, ja. Also, dass das irgendwie damals irgendwie ein Thema war, das im neuen Museum präsentiert werden sollte, ist mir vielleicht damals noch etwas unwissend, aber sehr zugute gekommen, weil ich eben diesen digitalen, dieses Know-how aus der Informatik und aus den digitalen Zugängen endlich kombinieren konnte mit was physisch Fertigen, was machen, was angreifen, was Materielles haben. Ja. Das war ein Augenöffner für mich irgendwie, dass das geht und hat sich irgendwie seitdem auch irgendwie durch meine persönliche Praxis gezogen, wie man damit umgeht, was für Materialien da möglich sind, wie man das auch irgendwie erweitern kann, wie man auch irgendwie 3D-Drucker vielleicht verlassen kann und oder das Plastik, das oft aus 3D-Druckern kommt, verlassen kann und in andere Materialien überführen und andere Materialien explorieren kann, um fast alles herstellen zu können. Mhm. Das ist so der Leitspruch, ja. Das ist der Leitspruch von diesen FabLabs, genau. How to make almost anything, genau. Also Möglichkeit, irgendwie genau. Viele Leute irgendwie anzuziehen. Und in den Bereich, in den du dann verstärkt gegangen bist, ist ja das Textil, oder? Mhm. Also textile Methoden, textile Möglichkeiten der Verarbeitung, textile Materialien. Mhm. Wir haben ein Bild am Anfang gesehen, aber vielleicht, du hast auch, glaube ich, Bilder noch vorbereitet. Genau, ich habe noch ein paar Bilder mitgebracht von späteren Projekten. Mhm. Aber vielleicht kurz zu dem Übergang, von wie ich von einem Informatikstudium zum Arbeiten mit Textil komme. Ja? Das könnten sich ein paar Leute fragen. Das ist irgendwie die Kombination von eben so einer Amateurliebe zum Arbeiten mit Textil, die ich aus meiner Kindheit auch mitgebracht habe, vom Lernen von Großeltern, von Nachbarinnen, zu dem Material, das man einfach schnell bei der Hand hat, mit dem man schnell was machen kann, was irrsinnig versatil ist. Und dann irgendwie die Überlegung, eben das war so 2010 habe ich das Elektroniker Center verlassen, habe wieder mehr selbstständig tätig gewesen. Und habe mich zunehmend damit eben auseinandergesetzt, wie man nicht nur mit 3D-Druckern und solchen Geräten fast alles herstellen kann, sondern wie man das eben ins Textile auch umführen könnte. Da gab es dann die ersten so Lilibet Arduino Kits mit leitenden Fäden. Und ich dachte, spannend, könnte man sich mal anschauen, wie das sich irgendwie ein Muster legen lässt oder wie sich das arrangieren lässt, sodass es irgendwie elektronische, also dass dieser leitende Faden, den man Textil verarbeiten kann, wie der auch irgendwie zu technischen oder technischeren oder digitalen Objekten werden kann. Es hat dann zuerst begonnen mit ganz einfachen Strickereien von Schaltkreisen, die irgendwie interaktiv auf was reagieren. Und dann, vielleicht können wir jetzt das erste Bild anschauen von einem gestrickten Radiosender, den ich zusammen mit einer Kollegin, mit dem Ebru Kopak gemacht habe. Da geht es darum, eben Stricken als Handwerkstechnik zu nehmen und textiles Material zu nehmen und aber zu schauen, wie spezifische Materialien, die sich Textil verarbeiten lassen, sich in elektronische Komponenten, die man braucht, um einen Radiosender zu bauen, zu formen. Ja. Wir haben zum also Beispiel ein Pullover als Radiosender. Ein Pullover als Mini-Radiostation, genau. Ja. Also da sieht man jetzt zum Beispiel gerade die Anleitung, die Strickanleitung, wie das funktioniert, welche Materialien man dafür verwenden muss. Das ist dann ein dünner Kupferfaden zum Beispiel und so ein japanisches Seidenstahlgespinn, das eigentlich verwendet wird, um zum Beispiel so Schals zu machen, die man dann in Formen kneten kann, sodass man da blumige
Konstruktionen hat, weil durch diesen dünnen Stahlfaden bleibt das halt in Form. Genau, wird das formstabil. Aber dieser dünne Stahlfaden hat eben auch einen spezifischen Widerstand, und wenn man das dann mit spezifischen Mustern in spezifische Muster legt, dann kann man berechnen, wie viel Widerstand stricke ich gerade, und so kommt man dann zu unterschiedlichen Widerstandswerten, die man miteinander verbinden kann und die man in einen Radioschaltplan, also in einen Schaltplan für einen Radiosender einbauen kann. Und das Kupferdraht zum Beispiel, um Kondensatoren zu stricken, weil, ja, es geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, die Details zu erklären, aber prinzipiell ging es uns eben darum, eine sehr bekannte, traditionelle Handwerkstechnologie zu nehmen, das zu verknüpfen mit generell allgemein verfügbaren Materialien und das aber zu einem Produkt zu machen, das dann vielleicht nicht mehr so allgemein wiedererkannt ist. Ja? Und dadurch auch irgendwie zu hinterfragen, was sind das überhaupt für Kompetenzen, die uns dazu bringen, technische Geräte oder technische Artefakte zu machen. Wie ist das, wenn man auf einmal ein Radio strickt? Was hat man da für andere Assoziationen? Wie muss man so ein Radio anders aufbewahren? Ja? Braucht man dann Lavendel im Kasten, damit das Radio nicht kaputt wird? Ja? Überhaupt, so diese ganze Welt, die sich darum aufspannt, auch irgendwie ein bisschen zu hinterfragen, was verschiebt sich, wenn man ein Radio strickt, anstatt lötet, obwohl es technisch genau das Gleiche ist. Strickmaschinen. Quasi, du hast erzählt, dass du natürlich irgendwie auch Strickmaschinen hackst. Ja, also es gibt ja wahnsinnig viele Leute, oder es hat zumindest irgendwie, wird erzählt, dass in den 80er, 90er Jahren ganz war so ein Strickboom, und da hat es irgendwie auch ganz viele Strickmaschinen gegeben im Heim, im ganz persönlichen Heim von Familien. Das heißt, wie hast du die Strickmaschinen gehackt? Strickmaschinen, ja, Strickmaschinen sind tatsächlich spannend, weil, wenn man jetzt auch nochmal zurückdenkt an den 3D-Drucker und dieses Versprechen, dass wir irgendwann einmal alle einen 3D-Drucker zu Hause haben werden, dann könnte man eigentlich so die Analogie ziehen, dass mit einer digital angesteuerten Strickmaschine, so eine digitale Fabrikationstechnologie schon, wie du gesagt hast, in den 70er, 80er Jahren in vielen Haushalten gestanden ist zum Pulloverstricken. Und jetzt zum Hacken. Das ist eben die Ausgangsbasis für viele von diesen Strickprojekten gewesen. Es gibt eben unterschiedliche Strickmaschinen. Es gibt die mit Lochkarten angesteuert werden. Also diese Null-Einsen, diese Löcher, die wir kennen aus alten Computern. So hat man früher auch Strickmaschinen angesteuert. Und es gibt eben elektronisch angesteuerte Strickmaschinen, die eine Community von Strickenthusiasten und Hackerinnen adaptiert haben. Und die wir auch in unserer Arbeit übernommen haben, zusammen mit Ebro zusammen übernommen haben, um zu explorieren, was für neue Muster kann ich da machen, um dann eben zum Beispiel Elektronik zu stricken oder überhaupt neue Mustergebungen in Strickdesign einzuführen. Es ist eine ziemlich große Community an Leuten, die sich damit auseinandersetzt weltweit. Ja. Also ich selber habe sie nicht gehackt, ich habe den Hack von einem anderen übernommen, aber ich habe ihn ausgebeutet, sagen wir mal so. Aber du hast erzählt, also selbst das Lochkartensystem war ja dann noch einfacher zu hacken, durch das, genau, dass man natürlich irgendwie Lochkarten entsprechend dann irgendwie anders modifiziert. Aber vom Stricken jetzt als eine Methode, das ist wie gesagt ja nur eine Möglichkeit. Also im Textilen hast du ja noch andere Methoden verwendet und Techniken. Kannst du darüber kurz erzählen? Ja, vielleicht können wir uns das nächste Bild anschauen, was ich mitgebracht habe. Da geht es jetzt, weil nach dem Stricken von dem Radio, wo man, das ist das nächste Bild. Entschuldigung. Dann reden wir zuerst über das vielleicht. Genau, um was geht es bei dem Bild? Bei dem Bild sehen wir einerseits eine Hand, die häkelt aus einer Enzyklopädie aus dem 19. Jahrhundert, das weibliche Handwerkstechniken aufschlüsselt. Und wir sehen daran angeknüpft oder damit verbunden ein Multimeter. Das ist ein Projekt, das mich die letzten Jahre sehr begleitet hat, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, wie Werkzeuge für dieses Arbeiten mit elektronischen Textilien, also wenn man das ernst nimmt, dass man einen Pullover strickt, was braucht man für Werkzeuge dazu? Ja? Da brauche ich nicht nur die Stricknadeln, die mir das Textil konstruieren, sondern ich muss auch irgendwie wissen, welchen Wert hat der Widerstand, den ich da gerade gestrickt habe. Und das war eben ein Ansatz zu sagen, ich könnte doch irgendwie meine Stricknadeln, meine Häkelnadeln, also mein Textilwerkzeug, das ich verwende, direkt mit dem Multimeter verknüpfen und so direkt im Machen wissen, was ich mache. Und wenn man jetzt irgendwie sich nochmal zurückerinnert an das Bild, was da gerade gezeigt war, dieses zweite Bild mit dem ganzen Handwerkszeug und dem Nadelkissen, das funktional ganz ähnliche Sachen
vorbereitet wie eine Lötstation und solche Sachen, dann gibt es doch einen ganz anderen visuellen Eindruck auch von diesem Material und Werkzeugraum, der dieses elektronische Machen vorbereitet und dadurch auf eventuell andere Assoziationen, was für Objekte daraus entstehen können. Und dieses Thema ist im Großen eins, das mich in den letzten Jahren sehr stark begleitet hat. Eben auch in dem, wenn man sehen möchte, kann man auch ins AS Elektroniker Center kommen. Das stimmt, diese Werkzeuge im ganz Speziellen sind gerade im AS Elektroniker Center auch ausgestellt, im Materiallabor. Aber was ich jetzt vielleicht auch gleich überleiten wollte, ist zu diesem großen Forschungsprojekt Stitching Worlds, das ich auch wieder zusammen mit Ebru Kopack gemacht habe an der Universität für Angewandte Kunst, wo wir uns noch einmal sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben, was wäre, wenn Elektronik oder digitale Technologien aus Handwerkstechnologien entstehen würde? Was würde das irgendwie allgemein heißen? Und uns nicht nur passive elektronische Komponenten angeschaut haben, sondern weiter bewegt haben, wie kann man zum Beispiel sowas wie einen Computer rein aus Textil herstellen. Und dann ist jetzt, glaube ich, das Bild, was ich vorher erwartet habe. Das soll jetzt ein schwarz-weißes Bild sein. Genau. Was wir da sehen, ist ein Experiment, das haben wir genannt One-Bit-Textile. Also ein Textil, das ein Bit abbildet. Man sieht jetzt, dass sich die Kugel da in der Mitte von schwarz auf weiß verändert. Mhm. Und man sieht, dass sich rechts und links die Krokodilklemmen, die da anhaken, die Position ändern. Und was hier passiert ist, dass wir mit Kupferdraht eine Spule gewickelt haben und die eingestickt haben und eine Magnetperle in die Mitte gesetzt haben. Die ist auf der einen Seite schwarz, auf der anderen Seite weiß angemalt. Und wenn jetzt dieser Kupferdraht unterschiedlich polarisiert wird, also Plus und Minus von der Batterie an die verschiedenen Seiten kommen, dann magnetisiert das die Spule und die Perle, die in der Mitte sitzt, die eine magnetische Perle ist, dreht sich um. Das heißt, ich habe auf einmal ein Stück Stoff, das ich adressieren kann, ob es mir gerade die schwarze oder die weiße Seite zeigt. Rein aus einer Perlenstickerei heraus eigentlich. Und das war irgendwie ziemlich spannend, das erste Mal zu sehen. Und daraus hat sich dann die Idee entwickelt, das weiter in einen Computer zu verarbeiten. Also wirklich sich anzuschauen, wie man auch digitale Technologien rein aus Textilien herstellen kann. Und jetzt in dem nächsten Bild, was ich mitgebracht habe, sieht das man war da auch das, was man eingangs gesehen hat. Genau, das ist ein Detail von dem, was wir am Eingang gesehen haben. Und da sieht man jetzt, wie die Perle nicht mehr sich schwarz-weiß bewegt, sondern wie die Perle sich bewegt und mit ihr so ein Gold-Bouillonfaden heißt das, so ein Gold-Bouillonfaden, der oben montiert ist, sich mitbewegt und auf zwei unterschiedliche Seiten zeigt und dort auf einen Silberfaden fällt und dadurch unterschiedliche Kontakte macht. Mhm. Und wenn man das jetzt in die pure technische Digitallogik umwandelt, dann sind das quasi zwei unterschiedliche Statuse, 0 und 1 Zustände. Und 1. Mhm. Die ich damit beschreiben und ansteuern kann. Mhm. Und wenn ich das dann quasi im Kleinen machen kann, dann kann ich da ganz viele von denen miteinander verknüpfen und daraus den Prinzipien einer digitalen Logik folgend einen Computer bauen oder einen Computer sticken in dem Fall. Ja. Ist wieder ein Kooperationsprojekt mit Ebru Kopack im Rahmen von Stitching Worlds, was wir da gemacht haben. Also was wir da jetzt gesehen haben auf diesen Fotos, ist ein voll funktionsfähiger 8-Bit-Computer, gestickt aus historischen Goldfadenmaterialien und magnetischen Perlen und Glasperlen und sonst keine traditionelle Hardware. Und wie groß muss man sich das vorstellen? Das muss man sich vorstellen, ich würde sagen, ein bisschen größer als der Tisch und länger als der Tisch, so 1x2 Meter, also für die Minimalversion. 1x2 Meter Textil mit sozusagen diesen leitenden Momenten bestickt. Und deswegen ist wahrscheinlich auch das Werkzeug total wichtig, weil wenn irgendwo mal ein Fehler irgendwo dazwischen ist und irgendwo ein Kontakt nicht möglich ist, dann funktioniert eigentlich sozusagen der ganze Computer nicht, oder? Dafür ist das Werkzeug wichtig, aber das Werkzeug ist auch wichtig dafür, weil das normale Elektronikwerkzeug dafür ausgerichtet ist, dass ich Kabel angreife und ich damit zu Goldfäden, die sehr delikat sind, entweder nicht gut Kontakt machen kann oder ich sie beim Berühren schon zerstöre. Das heißt, das ist auch so eine zusätzliche Überlegung, wie habe ich überhaupt Werkzeuge, was irgendwie fein genug ist, adäquat ist, mit diesen neuen Materialitäten in diesem Kontext umzugehen. Ja? Mhm. Deswegen auch, dass ich vielleicht Stecknadeln verwende in einem Werkzeug anstatt irgendwelche großen, massiven Prüfspitzen. Ja. Also das ist wirklich wieder so diese ganze
diese ganze Welt, die sich da neu aufspannt, die man eigentlich neu bespielen muss, wenn man sagt, man verschiebt das Elektronikbauen in diesen textilen Raum. Mhm. Und um das, dass es uns auch ganz konkret ging, was heißt das, wenn ich jetzt so einen Computer stick, was gibt mir das für andere Assoziationen? Mhm. Was heißt das auch, wenn ich so eine Technologie, die eigentlich in so einem kleinen schwarzen Kastel ist, auf einmal so sehe vor mir und das erinnert mich an irgendwas Historisches, mhm. Das ist gemacht mit Materialien, die es seit Jahrhunderten eigentlich gibt, mhm. Die eigentlich vor Jahrhunderten schon genauso arrangiert hätten werden können. Das bringt uns wunderbar zum nächsten Punkt. Irene, du hast ja erzählt, dass du ein Patent gefunden hast aus dem Jahr 1892, mhm. wo es um einen Alarmvorhang gegangen ist. Um was für ein Patent? Auf was in deinen Forschungen, auf was bist du da gestoßen? Um was geht's da? Warum bin ich überhaupt auf das Patent gestoßen? Eben, weil diese Materialien, mit denen ich mich da auseinandergesetzt habe, die ich da sehr intensiv verwendet habe, eben wie gesagt, das sind alles historische Materialien, das sind Materialien, die gibt es seit Jahrhunderten, eigentlich schon seit Jahrtausenden, aber halt im ornamentalen Kontext. Ja, das ist verwendet worden, damit sich Königshäuser goldbestickte Vorhänge aufhängen können oder mit den Kirchen die Päpste silbergestrickte Handschuhe tragen können. Mhm. Also Sachen, ja, man kann sich das vielleicht ganz gut vorstellen, so im ornamental-ästhetischen Bereich. Und mich hat dann interessiert, wo diese Fäden herkommen. Wer stellt diese Fäden her und für was wurden die sonst schon verwendet? Weil sie leitend sind, ja. Aber auch seit wann sind die überhaupt verwendet worden für ihre leitenden Eigenschaften? Mhm. Mhm. Und dann habe ich eben begonnen, in Patenten zu suchen, was es da für Hinweise drauf gibt, beziehungsweise mit Herstellern zu reden, die dann gemeint haben, dass sie diese Fäden eigentlich ganz lang für die Telefonindustrie produziert haben, weil es einfach das leitendste, flexibelste Material war, um diese Spiralschnüre von frühen Festnetztelefonen produzieren zu können, sodass das nicht bricht und gut leitet. Und in Patenten habe ich eben dann auch weitergesucht und gesehen, ich eben. Ganz kurz für die jüngeren Zuseher sagen, das war noch ein Telefon, das was man so abgehoben hat. Genau, was man so abhebt und dann gab es eine ganz lange Spiralschnur, damit man auf die andere Seite vom Zimmer gehen kann. In diesem Spiralschnur, in diesem Kabelverhüllung drinnen war, um diese Fäden da drin. Und da ging es eben darum, dass das ganz, dass das möglichst flexibel ist, aber möglichst gut leitet, weil das Signal muss zum Hörer, aber das Ding soll sich dehnen und nicht brechen dabei. Genau, und dann bin ich eben durch Patentrecherche auf dieses Patent aus dem Jahre 1892 gestoßen, was ziemlich lang her ist, so circa 130 Jahre. und dieses Patent beschreibt, wie man einen Einbrecherschutz herstellen kann, ganz simpel, indem man einen Vorhang webt und in diesen Vorhang eigentlich einfach so einen Metallfaden einwebt und der macht dann den Kontakt von einer Seite zur anderen. Und wenn dann der Einbrecher kommt und nicht weiß, dass das ein spezieller Vorhang ist und den falsch öffnet, dann gibt es einen Alarm. Und das finde ich irrsinnig faszinierend, dass diese Idee von elektronischen Textilien, dass man irgendwie so elektronische Funktionalitäten in Textil integriert, eigentlich schon sehr alt ist. Also mindestens 130 Jahre, vielleicht sogar älter. Weil genau das, darum geht es ja bei elektronischen Textilien, dass man diese Funktionalität ins Textil hinein integriert. Mhm. Und genau, dann habe ich das Patent gefunden, fand das sehr spannend, aus einer forschenden Interesse heraus und habe dann mit der Firma Getzen in Vorarlberg dieses Patent quasi auch nachproduziert und in einen Vorhang gewebt, der genau diese Funktion erfüllt. Also die Ästhetik ein bisschen transferiert in einen aktuellen Gegenwartsvorhang, aber prinzipiell genau die Funktion abbildet. Ich habe da auch ein Bild mitgebracht, wenn wir das kurz anschauen wollen. Genau, da sieht man die Installation. Man sieht es jetzt da vielleicht nicht ganz so gut. Auf der Hinterseite sind die Patente aufgehängt und die einzelnen Musterproben von den Vorgängen, die der Herr Alfred Stromberg, so heißt der Erfinder, die der da beschreibt. Und im Vordergrund sieht man den Vorhang, der eben den Alarm auslöst, wenn man ihn öffnet. Was auch ganz interessant ist, der Herr Stromberg beschreibt hier, wie man zum Beispiel mit Alufolie auf Textil Stromkreise herstellen kann und wie man Stromkreise aufnähen kann oder eben einweben kann. Sind auch sehr spannende Parallelen zu dem, was heute auch viel in Workshops oder so gemacht wird, um Kinder, Jugendliche heranzuführen an das Arbeiten mit Elektronik und mit neuen Materialien. Auch wieder haben das anscheinend Leute vor 130 Jahren genau schon so gemacht. Ja, aber du kannst das jetzt sozusagen irgendwie ganz, auch in deiner Funktion als Universitätsprofessorin, natürlich jetzt nochmal ganz anders irgendwie auch verbinden.
weil du eine ganz besondere Herausforderung nämlich auch jetzt irgendwie auf der Kunstuniversität zu leisten hast, durch das, dass du eigentlich zwei Bereiche zusammenführen musst. Kannst du uns ganz kurz noch erzählen, was du jetzt quasi vorhast als Universitätsprofessorin? Du, glaube ich, seit einem Jahr hast du jetzt sozusagen die Abteilung über, ein bisschen mehr als ein Jahr. Und was hast du da vor? Jetzt quasi in den nächsten Jahren. Ja, diese Abteilung, das ist, heißt Gestaltung, Technik, Textil, ist die Abteilung für das Lehramtsstudium Werken. Und das Spezielle sozusagen am Lehramtsstudium Werken ist, dass es früher technisches Werken und textiles Werken gab in Österreich. Ganz traditionellerweise für die Burschen das Technische, für die Mädels das textile Werken. Seit 1994, 1995 ist das wahlfrei gestellt, was man sich aussucht. Und jetzt sind diese Fächer zusammengelegt oder werden zusammengelegt in den nächsten Jahren. Das heißt, in der universitären Ausbildung bilden wir nicht mehr für technisches und textiles Werken separat aus, sondern wir bilden für das gemeinsame Fach aus. Wir bilden für Design und Technik mit, was auch immer für Materialien aus, egal ob jetzt Textil oder Ton oder Stein oder Metall. Ja. Und das ist, finde ich, prinzipiell spannend und eine große Herausforderung, wie man das auch implementiert tatsächlich in der Schule. Und für mich persönlich, auch mit meinem persönlichen Background, ist es auch noch mal wahnsinnig spannend, irgendwie jetzt in dieses Setting reinzukommen, wo viel irgendwie im Aufbruch ist, wo man vielleicht auch viele neue Sachen ausprobieren muss, die hoffentlich funktionieren können in der Zukunft. Ja, wie man das auch in die Schule reinbringt, dass man da irgendwie einen allgemeinen, überblicksmäßigen, integrativen Design- und Technikbegriff vermitteln kann, um den Grundstein zu legen, damit man das danach auch irgendwie kreativ ausformulieren und nutzen kann. Mhm. Ja, das mache ich jetzt seit einem Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr. Aber das erste Jahr habe ich vollständig jetzt abgeschlossen quasi. Und das bringt mich jetzt eigentlich eh ganz gut so full circle back zur Ars Electronica, weil wir nämlich jetzt heuer mit dem Studiengang das erste Mal im Rahmen des Festivals eine kleine Ausstellung präsentieren werden zum Thema Crafting Futures, wo es um die Arbeiten geht, die die Studierenden gemacht haben zu dieser Themenstellung, traditionelles Handwerk, neue Technologien, wie kann das, wie muss das, wie soll das zusammen funktionieren. Da gibt es auf der Kunstuni am Hauptplatz 6 eine Ausstellung. Und auch hier im Ars Electronica Center gibt es einen kleinen Ausstellungsbereich, den wir gestalten, der entsprungen ist aus der Lehrveranstaltung Märchen, Mythen und Materien mit den Gastlektorinnen Johanna Bichelbauer und Isabel Prade, wo wir uns zusammen mit den Studierenden angeschaut haben, was gibt es denn für fiktive, spekulative Materialien? Was wollen wir vielleicht, dass es in der Zukunft für Materialien gibt? Was sollen die machen für uns, mit uns, gegen uns? Und da wird es im Materiallabor im AEC eine kleine Ausstellung dazu geben. Das auch während dem Ars Electronica Festival, das die Resultate zeigt davon. Also so full circle. Da schließt sich der Kreis, genau. Ja. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Vorstellung von deiner Arbeit, von deiner Arbeitsweise, von dem, dass du das alles quasi als Person vereinigen kannst und dadurch auch die Möglichkeit hast, irgendwie du als, denke ich mal, irgendwie auch ganz wichtig, irgendwie als im universitären Kontext als Öffner und Öffnerin hin zu unterschiedlichen Gruppen, egal ob es Männer sind oder ob es Frauen sind, irgendwie den Männern irgendwie auch das Textile irgendwie zu eröffnen und den Frauen irgendwie den Weg irgendwie hin zur Technik bzw. zu technologischen Möglichkeiten. Vielleicht passt da eh ganz gut auch wieder unsere Schlussfrage. Ja, was bedeutet für dich das Zuhause? Ach, ja, Zuhause. Ich habe früher schon kurz zu dir gesagt, früher war Zuhause gern ein Ort, wo ich gern zurückgekommen bin. Jetzt mit Corona ist das ja nicht mehr ganz so leicht. Das Zurückkommen vor allem, man ist viel zu Hause. Man kann nicht mehr zurück. Wir haben das ganze letzte Semester zu Hause verbracht. Man ist schon dort. Ja, vor Screens. Das war mühsam. Das wird hoffentlich nächstes Semester anders. Ich mag mein Zuhause nach wie vor gern. Aber es ist nicht mehr ganz der Ort zum Zurückkommen. Es ist der Permanentort geworden. For better or for worse, I guess. Wir haben bei der Ars Electronica und beim Ars Electronica Festival ja die Möglichkeit, das irgendwie zu diskutieren. Herzlichen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Herzlichen Dank dir, Irene, dass wir die Möglichkeit gehabt haben, irgendwie so deine Arbeiten irgendwie mal gesamt irgendwie auch erklärt zu bekommen.
vor allen Dingen die Details dazu, auch wie sie entstanden sind und wie die eine Arbeit eigentlich dann die andere ergeben hat. Also ich glaube, wann hat man schon die Chance, irgendwie das irgendwie so zu erfahren, nur in der Form, durch das, dass du das irgendwie so gut erklären kannst. Danke und hoffentlich bis zum nächsten Mal.